Hallo zusammen. Heute möchte ich euch das Neueste von Merkels Zukunftsblock erzählen. Ich war ja bei Frau Merkel, habe mit ihr über Cannabis-Legalisierung gesprochen und sie hatte ja zugesagt, dass sie sich nochmal mit Experten über das Thema unterhalten will. Und ich war halt gespannt, welche Experten sie aussucht und zu welchen Ergebnissen die dann kommen. Auch wenn nicht zu erwarten ist, dass Frau Merkel dann plötzlich zur Legalisierungskämpferin wird. Und dann haben wir gestern eine E-Mail erhalten aus dem Bundeskanzleramt, die hat uns fast die Schuhe ausgezogen. Ich sage schon mal vorweg, Entwarnung, so schlimm wie es aussieht, ist es nicht. Aber diese E-Mail war schon erstmal wirklich der Knaller. Ohne konkrete Anrede, da steht dann, liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer. Ihr könnt euch das ja auch mal selbst ansehen. Ihr könnt dann ja auf Pause drücken und dann mal durchgucken, aber wir werden das auch auf dem DHV-Blog nochmal genau auseinandernehmen. Und da könnt ihr das dann nachlesen mit unseren Kommentaren. Jedenfalls steht in dieser E-Mail einiges drin, warum denn Cannabis nicht legalisiert werden darf. Unter anderem deswegen, weil das Verbot von Cannabis nicht verfassungswidrig ist. Und dass sich die internationale Gemeinschaft ja einig ist, dass Cannabis verboten sein muss und deswegen kann man ja schon nichts daran ändern. Und dass zum Beispiel die Kriminalität bekämpft werden muss, obwohl das Verbot ja eigentlich eher die Kriminalität fördert und die entsprechenden Handelsorganisationen. Also lauter sehr merkwürdige Sachen stehen da drin. Und wir konnten dann aber sehr schnell googeln, woher dieser Text kommt. Das ist nämlich ein Textbaustein, den die Drogenbeauftragte Dickmanns schon im Jahr 2010 benutzt hat, um die ganzen Legalisierungsforderer abzuwimmeln. Und diesen Text hat uns jetzt das Bundeskanzleramt geschickt. Und wir haben schon gedacht, das ist vielleicht jetzt das Ende der Diskussion. Das wäre dermaßen stümperhaft gewesen irgendwie, das war ja kaum zu glauben. Ich habe dann aber mal beim Kanzleramt nachgefragt und es stellte sich heraus, diese E-Mail ist quasi versehentlich verschickt worden, weil ja gerade alle 11.000 Leute, die einen Vorschlag gemacht haben, jetzt irgendeine Antwort kriegen. Und waren auch einige Cannabis-Fragen dabei, die haben wahrscheinlich alle diesen komischen Text hier gekriegt. Aber das Kanzleramt hat mir zugesagt, dass Frau Merkel zu ihrem Versprechen stehen wird und tatsächlich diese Expertenrunde noch einberufen wird. Wie das genau abläuft, konnte man mir noch nicht sagen, wer jetzt dabei ist und ob ich dabei bin, das wird man sehen. Aber bis zum Ende des Jahres hat man mir noch eine vernünftige Antwort versprochen und das hier ist im Prinzip jetzt erstmal ein Ergebnis des Massenverfahrens bei den vielen Anträgen gewesen, was traurig genug ist und für die anderen Leute, die diese Antwort bekommen haben, sicherlich auch kein Trost. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende, es geht weiter, wir bleiben dran. Bis denn.